Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal ein kleines Let's Play von Wer wird Millionär? Zu spielen auf der Seite spiel.rtl.de/spiele/rtl-spiele/wwm. Link ist in der Videobeschreibung für jeden, der es mal austesten möchte. Ich bin sonst nicht so oft auf RTL-Seiten unterwegs und habe mit RTL auch nicht viel zu tun. Aber hey, Wer wird Millionär war immer eine ganz coole Sendung, habe ich auch schon länger nicht mehr geguckt. Aber wir starten einfach mal mit Wer wird Millionär? Gibt es so ein Browser-Game dazu und wir schauen uns das jetzt mal an. Also, Wer wird Millionär? Das Browser-Game. Ich habe schon das Spiel des Tages gemacht. Ist gerade ein bisschen laut. Ich habe schon das Spiel des Tages gemacht, deswegen werde ich das jetzt mal nicht tun. Aber es gibt auch die Möglichkeit, letzte Sendungen zu spielen. Und lustigerweise gibt es tatsächlich also letzte Sendungen, die man sich anschauen kann. Mit den authentischen Fragen, die es dort gegeben hat oder hätte, je nachdem, wie weit die Kandidaten gekommen sind. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach mal selbst spielen. Nehmen wir einfach mal die Marie-Louise R. So, wir wollen ohne Zeitlimit spielen. Wollen uns schön viel Gedanken zu den einzelnen Fragen machen, wenn das denn möglich ist. Und die Risikovariante lehne ich auch ab. Also die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro wird entfernt. Dafür erhalten Sie einen Zusatzjoker, möchte ich nicht machen. Ich möchte lieber die Sicherheitsvariante haben. Los geht's! So, wie lautet ein anderes Wort für Nashorn? Okay, das müssen wir in der richtigen Reihenfolge machen. Das ist dann das Rhinoceros. Okay. Hat der Kellner beim Auftragen des Geflügelbratens getrödelt? Serviert er dem Gast womöglich Eierpunsch, Maibowle, Glühwein oder kalte Ente? Gut, die Anfangsfragen sind ja immer ein bisschen leicht. Vorsichtig ausgedrückt oder auch Brunhilde gesagt, Gelinde gesagt, Christine gesagt, Charlotte gesagt. Okay. Für sich allein und unbeobachtet ist man zumeist redensartlich im ruhigen Zimmerchen, leisen Stübchen, stillen Kämmerlein, verschwiegenen Kabuff. Man ist im stillen Kämmerlein, ne? Ja. Ist man. Ein Push-Up-BH, da kenne ich mich natürlich sehr gut aus, drückt seiner Bestimmung entsprechend die knöchellang, daumendick, schulterbreit, Brust hoch. Interessant. Was hierzulande gerühmt als die einzige Sprache, die man trinken kann? Was wird hierzulande? Entschuldigung. Die einzige Sprache, die man trinken kann, ne? Sehr gut. Sächsisch, Kölsch, Plattdeutsch, Bayerisch. Natürlich Kölsch. Gibt's ja die Biermarke, ne? Kennt er ja. So, jetzt wird's seriös, man hört schon an Musik. Welches Wort bezeichnet sowohl die Hinterlassenschaft als auch ihren Empfänger? Erbe, Nachlass, Schulden oder Testament? Erbe. Ich habe jetzt extra nochmal drüber nachgedacht, nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber das war direkt in meinem Kopf, dass das die richtige Antwort sein muss. Und ich würde auch dabei bleiben. Das ist das Erbe. Das Erbe oder der Erbe? Also Erbe. Passt. Frage 7, 2000 Euro. Gegen wen kämpfen Thor, Hulk, Iron Man, Captain America und Black Widow in The Avengers? Oh, Achillesferse Nummer 1. Keine Ahnung von Marvel. Keine Ahnung. Gerhard, Hilu, Helmut oder Loki? Also Gerhard und Helmut kann ich mir nicht vorstellen. Das klingt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, das ist das Problem, ey. Hier, Telefonjoker, oder? Ja, nee, ich müsste raten, das ist mir zu kritisch. Sie kämpfen gegen Loki Laufeyson, hundertprozentig. Na, wenn du das sagst, dann glaube ich dir, Telefonmann. Loki, ist richtig, okay. In der Woche vor Ostersonntag gibt es immer, das ist die achte Frage für 4000 Euro, eine Sonnenwende, einen Vollmond, einen Venustransit oder einen Meteoriteneinschlag. Also Meteoriteneinschlag auf jeden Fall nicht. Das kann man nicht so vorhersehen. Was ist noch mal eine Sonnenwende? Da fängt schon mal an. Was ist überhaupt noch mal eine Sonnenwende?
Venustransit könnte sein. Das Gute ist ja, dass es noch gar nicht so lange her ist, der Ostersonntag. Venustransit halte ich für möglich. Ah, Vollmond weiß ich nicht. Vollmond, aber Vollmond ist ja nichts, was jährlich kommt. Also Vollmond halte ich für unwahrscheinlich. Man sieht mich im Spiegel, das macht mich wahnsinnig. Das möchte ich nicht. Dann soll man lieber mein unaufgeräumtes Bett sehen im Hintergrund. Sonnenwende oder Venustransit. Ich glaube nicht, dass Vollmond ist. Vollmond erscheint mir sinnlos. Ich will jetzt halt auch nicht den zweiten Joker schon verballern, so früh. Eine Sonnenwende. Also rein vom Bauchgefühl her wäre ich bei der Sonnenwende. Ich könnte jetzt den 50-50 Joker nehmen und dann bleibt A und C stehen und ich bin der Durchgepeitschte. Uiuiui. Fuck it, es gibt einen Venustransit. Ich leg mich einfach fest. Vollmond! Komm, wir spielen noch eine Runde, ey. Damit lasse ich mich nicht abspeisen hier. Jetzt machen wir die Fragen der Marita F. Genauso wie eben. Während die einen sagen, Gegensätze ziehen sich an, behauptet ein anderes Sprichwort hingegen. Ist. Ach so. Ah. Ich habe gerade vergessen, dass es eine andere Form von Frage ist. Gleich und gleich gesellt sich gern Mann gegen Mann. Das muss man natürlich als Rammstein-Fan kennen. Beim Mädelsabend freuen sich die Anwesenden. Endlich sind wir mal die. Eigenständig, unabhängig, selbstbestimmt, herrenlos. Hallo Manu P. Solltest du gerade zuschauen? Das hier sind Wortwitze. Das hier. So, welches Accessoire leistet in vielen Küchen gute Dienste? Pfannschal, Topfhandschuhe, Kesselmütze oder Schüsselsocken? Natürlich die Topfhandschuhe, ganz klar, ganz wichtige Sache. Als der Kommissar am Tatort eintraf, teilte man ihm mit, dass die Verletzung beim Opfer von einem heftigen Saxophone, Keyboards, Schlagzeuge oder Gitarren. Oh, Deutschwitze sind so lustig, ey. Geil, das ist richtig gut. Echt gut, also wer das schreibt, der hat echt, wow. Ist die Figur sehr schlank und durchtrainiert, spricht man von stahlig, seilig, stachelig oder drahtig? Das ist natürlich drahtig. Kenne ich mich damit aus. Wer ist bei der klassischen Ampelkoalition nicht dabei? CSU, FDP, SPD oder Bündnis 90, die Grünen? Ampelkoalition heißt ja so, weil sie aussieht wie eine Ampel, also rot, gelb, grün, also ist die CSU raus. So, und jetzt wird es wieder seriös. Was könnten wir heute wohl lesen, wenn der strahlende Held aus Homers Ilias selbst Dichter gewesen wäre? Ach du Scheiße. Das geht ja gut los. Damokles Schwert, Argus Augen, Ödipus Komplex oder Achilles Ferse? Der strahlende Held Ilias. Ich hab keine Sorry. War ich raus. Nächste Frage. Wofür ist gemäß DIN 5008 eine Schreibweise in fünf Vierergruppen und einer Zweiergruppe vorhergesehen? IBAN, Mobilnummer, Geburtszahlen, Postleitzahlen. Postleitzahlen kann nicht sein, denn das sind einfach nur fünf Nummern. Geburtsdaten, 5 Vierergruppen. Das müsste die IBAN sein. Ja. Kylo Ren ist gewissermaßen der Nachfolger des japanischen Yen von Paracetamol, von Darth Vader oder von Dirk Nowitzki.
Ein Glück war ich einmal in meinem Leben im Kino, ey. Puh. Ach, schön. Wo findet man am ehesten einen sogenannten Tankrucksack? Okay, das ist interessant. Jetski, Motorrad, Geländewagen oder Wasserflugzeug? Einen Tankrucksack. Ich würde auf den Jetski tippen. Weil ich mir darunter vorstelle, dass man den Tankrucksack selbst trägt, wie einen Rucksack, und da halt Tank drin ist. So, das stelle ich mir jetzt einfach drunter vor. Beim Wasserflugzeug, da geht wahrscheinlich nicht so viel rein in so einen Rucksack. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Geländewagen, naja, genau das gleiche Problem. Der kann ja auch bei ganz normalen Tankstellen tanken, genauso das Motorrad. Komm, ich lege mich fest, Jetski. Ah, okay, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Leck mich, ey. Thomas, was hast du für Fragen? Nein, immer auch ohne Zeitlimit. Los geht's. Orten Sie Popeye, Garfield, Obelix und Pooh dem Bären ihre Liebspeisen zu? Ach du Scheiße. Oh Gott. Also, Popeye war auf jeden Fall Spinat. Garfield? Ah, ich habe das gerade mit Alf verwechselt. Garfield war ja selbst eine Katze. Der frisst natürlich keine Katzen, sondern Lasagne. Obelix liebt Wildschwein und Pooh liebt Honig. Gut, okay. Alles klar, los geht's. Was machen auch friedfertige Menschen bei einem günstigen Angebot? Wegstoßen, zuschlagen, draufhauen, reintreten. Ein mittelloser Mann ist in den Augen mancher Frauen ein fades Spiel, ein müder Kick, ein ödes Match, eine schlechte Partie. Beim Thema Rotation geht es. Verbrennung, Entfernung, Umdrehung, Beschleunigung. Bestellt der schon ziemlich betrunkene Gast das nächste Bier, rät ihm der Wirt womöglich: Trink mal lieber ein Steinbock, Jungfrau, Zwill, Inge, Wassermann. Was war für den pfiffigen Detektiv ein deutliches Indiz dafür, dass das Auto wohl schon ein Weilchen hier stehen musste? Blinker, Blinker, Lenker, Lenker, Kühler, Kühler, Spoiler, Spoiler. Diese Fragen sind so gut, ey. Wer kommt auf sowas? Wie könnte man passenderweise ein Möbelstück bezeichnen, das für ein in Ostasien beliebtes Brettspiel genutzt wird? Okay, das kriege ich hin. Antik, romanisch, barock oder gotisch? Das müsste ja gotisch sein. Ja. Jetzt möchte ich mal ein bisschen weniger zocken. Ich möchte jetzt mal wenigstens die 16.000er-Marke schaffen. Wer mit Deutschlands Comedians auf Du und Du ist, sagt zu Herrn Schröder und Herrn Knob, Ingo und Ringo, Atze und Matze, Uli und Bulli, Enno und Benno. Ja, es sind Atze Schröder und Matze Knob. Matze Knob habe ich früher sehr gefeiert, Atze Schröder habe ich nie gemocht. Aber ich kenne beide. Das ist gut. Welches Equipment soll einem unterwegs ein beruhigendes Gefühl vermitteln? Schnittfester Rucksack, sonnengereiftes Zelt, streichzarter Schlafsack oder fettreduzierter Wanderschuh? Ein beruhigendes Gefühl. Boah. Auch da kann ich wieder nur raten. Ich vermute, es ist der streichzarte Rucksack und ich mach mal 50-50. Das ist schon wieder gezockt, ich habe keine Ahnung. Gut, dann machen wir die Sendung voll, ey. Manuel, gib her. Ist mir egal, wir machen das jetzt. Machen Sie es für kurz für im Auftrag meines Erachtens unter anderem und siehe unten. Oh Gott, okay. Im Auftrag meines Erachtens unter anderem und siehe unten. Das ist ja schwer. Das muss man ja nicht mal kennen. Kann sich ja so überlegen. Verspannt wie ich bin, tut es mir gut, wenn ich 2 Tageskarten, laufendes Monats Abo, 4er Kombi-Ticket oder einmal kurz strecke.
Unfassbar. Das ist unfassbar. Eine Fete definiert der Duden als fröhliche Feier auf größerer Leinwand, in dunkleren Farben, in kleinerem Rahmen, auf höherer Staffelei. Eine Fete definiert der Duden als fröhliche Feier. In kleinerem Rahmen, oder? Ja. Hui. Was kann der Zimmermann in seinem Job gar nicht gut gebrauchen? Spröde Lippen, brüchige Nägel, fettige Haare oder unrasierte Beine? Besichtigt Ex-Präsident Clinton einen Flughafen, dann sieht Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk oder Bill Gates? Bill Clinton, das. Wow, also wirklich mal, ey, geil. Vielerorts werden im Körper Hormone weggegossen, fortgekippt, ausgeschüttet oder abgespült. So, Seriosität bitte. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Symposium, Elysium, Gymnasium oder Magnesium. Der Rest hat gar keinen Sinn ergeben. Bei welchen beiden Adjektiven bedeutet das eine nicht sinngemäß das Gegenteil des anderen? Verzagt und unverzagt, verblümt und unverblümt, verfroren und unverfroren, verfänglich und unverfänglich. Es bedeutet nicht sinngemäß das Gegenteil des anderen. Ich bin bei verfroren. Wem begegnet man auf Schildern im Spreewald immer wieder? Radelnde Gurke, schwimmender Rettich, laufendes Radieschen oder rudernde Tomate? Im Spreewald, das muss die Gurke sein. Ich nehme jetzt keinen Joker, aber Spreewaldgurken sind so berühmt. Das muss das sein, ansonsten bin ich sauer. Gut. Was macht man am ehesten mit einem sogenannten Kienspan? Kamin anzünden, Reifen montieren, Zähne reinigen oder Messer schärfen? Ein Kienspan. Und ich bin schon wieder komplett lost. Ich habe das Wort noch nie gehört, glaube ich. Vielleicht habe ich es mal gehört und habe es wieder vergessen. Das kann man nicht ausschließen. Also Zähne reinigen kann ich mir am allerwenigsten vorstellen. Ich wäre bei Kamin anzünden, weil Kamin anzünden ist sowas, wer macht das schon mal? Das ist, glaube ich, nichts, was so mega geläufig ist. Ich meine, Messerschärfen ist auch, ja. Ja, Messerschärfen könnte es auch sein. Reifen montieren, glaube ich, nicht. Das wäre, glaube ich, zu geläufig. Ich rufe jemanden an, komm. Boah, da hast du mich erwischt. Keine Ahnung, vielleicht A. Traue ich dem? Ist das Spiel so fies, dass es mir jetzt sowas gibt? Okay. Ist es nicht. 16.000. Wenn wir das schaffen, haben wir zum ersten Mal richtig was gewonnen. Auf welchem Kontinent leben die meisten französisch sprechenden Menschen? Afrika, Nordamerika, Europa oder Asien? Da wäre ich jetzt tatsächlich ganz ungeniert. Ich finde die Frage, entweder ist es eine übelste Fangfrage und ich bin jetzt richtig am Arsch, oder sie ist recht einfach. Asien fällt für mich komplett aus. Asien, ich weiß gar nicht, gibt es in Asien überhaupt Länder, die Französisch sprechen? Wird bestimmt irgendeins geben, aber mir fällt gerade keins ein. Europa ist für mich auch aus, denn in Europa ist zwar Frankreich, ist halt die Frage, wie viele Einwohner Frankreich hat, aber außer Frankreich redet hier keiner Französisch. Das heißt, wir sind in Nordamerika oder in Afrika.
In Nordamerika haben wir auf jeden Fall nur Nordamerika. Das heißt, diese ganzen Staaten um Brasilien herum, wo es ja bestimmt noch irgendwie französisch Guyana oder wie die heißen, die sind auch nicht mehr mit dabei. Das heißt, wir haben nur Kanada. In Kanada reden einige Leute Französisch, aber auch viele Leute Englisch. Und in Afrika, glaube ich, ist die Zahl von französisch sprechenden Menschen schon sehr groß. Da haben wir so Sachen wie Algerien, wie Marokko, wie die Elfenbeinküste. Ich würde Afrika sagen. Wenn es nicht Afrika ist, dann bin ich traurig. Yes! Okay, es war wirklich so einfach, wie es mir erschien. 16.000 Euro haben wir geschafft. Die 1758. und damit letzte Folge der Lindenstraße vom 29. März 2020 trug den Titel: Auf Wiedersehen, Schlussapplaus, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich glaube, alles hat ein Ende, stimmt. Ja, ich meine, das habe ich sogar im Fernsehen gesehen irgendwie. Nein, warum bin ich so ein Arsch? Ich meine, ich hätte es gesehen irgendwo, dass meine Mutter es geguckt hätte und... Ah, Mann. Na komm, 16.000 Euro, ey. Scheiß drauf. Hat euch die Sendung... Hat euch die Folge gefallen? Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war Wer wird Millionär? Auf spiele.rtl.de. Ganz coole Sache. Wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel ihr beim First Try gewonnen habt. Ach, ich ärgere mich ein bisschen. Ich hatte noch zwei Joker, da wäre mehr drin gewesen. Aber ich war mir irgendwie sicherer, als ich eigentlich bin, offenbar. Ach, schade, schade, schade. Na gut. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen. Ich wäre auf jeden Fall dabei, weil es ist ganz lustig. Auch wenn ich ziemlich schlecht bin, aber gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Wer wird Millionär oder bei irgendwas anderem, worauf ihr Bock habt. Also, bis dahin und ciao.